Ja, willkommen im Wissenschaftsprogramm bei DAI Home, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg, in einer Kooperation mit Springer Nature, Taste of Science. Wir gehen den verschiedenen Geschmacksrichtungen der Wissenschaft nach. Und jetzt habe ich einen Gast in der Schaltung, den ich ganz besonders begrüße, weil er gewissermaßen an der Essenz unserer Arbeit arbeitet, schon lange als Wissenschaftsredakteur. Das heißt, er setzt sich dafür ein und arbeitet ganz gezielt darauf hin, Wissenschaft verstehbar zu machen, Wissenschaft in die fachfremde Laiengruppen reinzubringen, interdisziplinär und transdisziplinär verständlich zu machen. Lars Fischer ist Redakteur bei spektrum.de, betreibt einen Blog, Fischblog, bei Scilogs. Das ist eine der Blogplattformen, die Spektrum betreibt. Springer Nature hat ihn jetzt zu uns ins Programm gebracht, weil er eine ganz elementare Frage stellt, nämlich woher kommen wir? Er begibt sich sozusagen mit dem Blick in die Sterne auf die Suche nach dem unmittelbar stofflichen Zusammensetzung unseres Lebens. Wo kommen wir her? Woraus sind wir zusammengesetzt? Es gibt da viele Theorien, manche Spekulationen, und ich begrüße ihn herzlich mit seinem Vortrag jetzt bei uns bei Taste of Science, Lars Fischer. Guten Tag. Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung und dass ich hier sein darf. Willkommen zum letzten Vortrag dieser Veranstaltung. Es soll um den Ursprung des Lebens auf der Erde gehen, um die Moleküle, die hinter der ersten Chemie, hinter der chemischen Evolution stehen und was mit diesen Molekülen passierte. Und wenn wir uns heute auf der Erde umgucken, dann sehen wir sehr viel unterschiedliches, sehr komplexes Leben. Und selbst die einfachste Bakterie, selbst der simpelste Organismus ist schon sehr komplex, sehr stark optimiert, seit 4 Milliarden Jahren evolviert durch die Evolution, geformt und angepasst. Und deswegen muss man ein bisschen genauer hingucken, was all diese verschiedenen komplexen Lebewesen gemeinsam haben, was die grundlegenden Kernaspekte des Lebens sind, die in letzter Konsequenz auch bei den ersten Systemen vorhanden gewesen sein müssen, die wir als lebendig bezeichnen würden. Und die wichtigsten Eigenschaften, das Wichtigste ist natürlich, Leben vermehrt sich, Leben erzeugt Kopien seiner selbst. Es enthält einen Bauplan, der quasi den Code, die Anleitung für diese Kopien enthält, und diese Rolle spielt bei uns die DNA, die Sequenz der DNA. Und indem sich dieser Bauplan verändert und damit auch unsere Körper verändern, können wir evolvieren, wir können uns im Laufe der Zeit verändern und anpassen. Das ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt des Lebens. Und was wir natürlich noch tun müssen, ist essen und atmen. Also wir haben einen Stoffwechsel, wir nehmen Moleküle auf, wir setzen sie in katalytischen Reaktionen durch unsere Proteine, durch unsere Enzyme um, geben Stoffe ab, bauen aus den Stoffen unseren eigenen Körper auf und gewinnen Energie darauf, die wir brauchen für das, was wir halt so machen. So. Und die ursprünglichen Bausteine des Lebens, die ersten chemischen Moleküle, entstanden natürlich lange vor der Entstehung unserer Erde, vor der Entstehung des Lebens draußen im Weltall, im interstellaren Medium. Das besteht zum größten Teil, wie alle Materie des Universums, aus Wasserstoff, aber durch Supernova-Explosionen über die Jahrmillionen ist es auch angereichert mit schweren Elementen, darunter die Elemente des Lebens: Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und ein paar andere Elemente, die in unserem Körper dann in Spuren enthalten sind. Diese schweren Elemente bilden Staub, der in diesen teilweise relativ dichten Molekülwolken umherschwirrt. Aber Radioastronomie
Millimeterwellenastronomie, Infrarotastronomie hat gezeigt, dass in diesen Molekülwolken eben nicht nur Wasserstoff und Staub sind, sondern auch einfache und komplexe Moleküle. Zum Beispiel Ethylen, Blausäure, aber auch Moleküle, die man aus biologischen Systemen eigentlich kennt, Glykolaldehyd, Cyanamid, und es gibt auch Hinweise darauf, dass da draußen sogar schon Aminosäuren rumschwirren. Wie sie da entstehen, ist bis heute nicht geklärt, welche Chemie in diesen interstellaren Räumen abläuft. Strahlung spielt dabei wahrscheinlich eine Rolle, vermutlich Festphasenreaktionen in Eis. Wichtig ist auf jeden Fall, bevor die Sonne entstand, gab es eine solche Wolke voll mit organischen Molekülen, die kollabierte in der Mitte, bildete sich der Stern, der Protostern, unsere Sonne. Umgeben war sie von einer Scheibe aus Gas und Staub, die eben auch diese ganzen Moleküle und Elemente bereits enthielt. Und aus der Scheibe bildeten sich die Planeten und die Monde, die Gesteinsplaneten wie unsere Erde. Die waren natürlich zuerst glutflüssig, kein komplexes Molekül hat das überlebt. Aber es gibt auch Himmelskörper, die nicht aufgeschmolzen und durchgebraten wurden. Zum Beispiel die Asteroiden, herumfliegende Gesteinsbrocken, die überwiegend aus Mineralien bestehen, Oliven und so. Aber eben auch bis zu 3% kohlenstoffreiche Verbindungen enthalten, zum Beispiel Graphit, Fullerene, aber auch wieder Aminosäuren und auch, wie sich zum Beispiel am Murchison-Meteoriten gezeigt hat, ein kohligen Chondriten, der auf der Erde gelandet ist, auch amphiphile Verbindungen, die sich, als man sie im Wasser gab, selbst organisiert haben zu Membranbläschen. Sie haben also ja, seifenblasenartige Strukturen aus sich herausgebildet. Das heißt, die Komplexität dieser Stoffe, die in den Asteroiden rumschwirren, ist durchaus genug, um einfache, etwas komplexere Systeme zu erzeugen. Außerdem können die Minerale selbst, die ja in der Frühzeit der Erde, nachdem die Erdkruste erstarrte, dann mit den Asteroiden auf die Erde fielen, können auch selbst chemische Reaktionen katalysieren, die Umsetzung von einfachen Molekülen in kompliziertere beschleunigen. Nur sind die Asteroiden Gesteinskörper, die waren so nah an der Sonne, dass die meisten flüchtigen Substanzen, Wasser, aber auch viele, viele interessante Chemikalien einfach verdampft sind. Und die haben sich in den Außenbereichen des Sonnensystems gesammelt, diese flüchtigen Stoffe. Und man findet sie heute in den Kometenkernen. Kometenkerne kennt man als schmutzige Schneebälle. Sie bestehen aus, zum Teil aus Staub, aber sie bestehen fast zur Hälfte aus Kohlenstoff, kohlenstoffreicher Materie. Und außerdem enthalten sie sehr viel Wasser. Die Koma, die leuchtende Hülle, die sich bildet, wenn so ein Komet sich der Erde und der Sonne nähert, die besteht zu einem beträchtlichen Teil aus Wasserdampf. Aber diese Gashülle um den Kometenkern enthält auch wieder organische Substanzen, kohlenstoffhaltige, stickstoffhaltige Moleküle wie Blausäure. Diese Kometenkerne regneten ebenfalls auf die junge Erde, brachten Wasser mit sich, brachten aber auch sehr viele kohlenstoffhaltige und organische Materie. Das heißt, nachdem sich die Kruste erhärtet hatte, nachdem das Wasser auf die Erde kam, waren auch schon haufenweise organische Moleküle, kohlenstoffhaltige Moleküle, die Grundstoffe des Lebens hier auf der Erde vorhanden. Die interessante Frage ist natürlich, was passierte dann? Was passierte auf diesem Planeten, der mit flüchtigen Substanzen, organischen Substanzen beregnet war in der Frühzeit des Sonnensystems? Und da haben sich natürlich einige Leute auch Gedanken drüber gemacht. Charles Darwin war einer, der dann vermutet hatte, ein kleiner, warmer Tümpel in dem
vielleicht Ammonium, Phosphor, Salze und andere Moleküle sich zusammenfanden und in diesem angenehmen Teich dann zu leben wurden. Später, als man die schwarzen Raucher am Meeresboden gefunden hat, das sind Tiefseequellen, in denen sehr heißes, metallreiches, schwefelreiches Wasser zusammen mit Gasen und anderen Fluiden aus dem Meeresboden strömt. Da haben sich Leute gedacht, naja, man hat da unten Energie, man hat Schwefel, man hat Eisen und Eisen und Schwefel sind ein ganz wesentlicher Teil unseres Stoffwechsels, sitzen im Zentrum des Energiestoffwechsels. Da hat man sich gedacht, naja, vielleicht entstanden die ersten chemischen Reaktionen in dieser sehr heißen und sehr energiereichen Umgebung der schwarzen Raucher. Das ist in praktischer Weise auch eine sehr stabile Umgebung. Eine andere Möglichkeit, die in den Raum geworfen wurde, war Eis. Warum Eis? Man kommt auf Eis mit einem anderen Ansatz, aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Konzentration. Und zwar hat man ja das Problem, dass auf der frühen Erde, da hat man einen Ozean, da schwimmen die ersten Moleküle des Lebens, die von den Sternen aus dem interstellaren Medium über Kometen und Asteroiden auf die Erde kamen. Die schwimmen jetzt in dieser Flüssigkeit rum, sind aber relativ stark verdünnt. Und wenn diese Moleküle stark verdünnt sind, können sie nicht so gut reagieren. Und sie können sich auch nicht zusammenfinden. Und wenn sie dann mal ein komplexeres Molekül bilden, dann schwimmt das komplexere Molekül weg und ist verloren. Also man muss irgendwie die Konzentration dieser Stoffe erhöhen, damit sie häufiger reagieren, dass sie komplexere Stoffe bilden. Und Eis hat den Vorteil, wenn Wasser gefriert, bildet sich ein Kristallgitter und aus diesem Kristallgitter werden alle Nicht-Wassermoleküle rausgedrückt. Die sammeln sich im verbleibenden, noch nicht gefrorenen Wasser und Meereis zum Beispiel ist von feinen, dünnen Kanälchen durchzogen, in denen die Stoffe aus dem Meerwasser relativ stark konzentriert sind. Das ist dann eine relativ stark konzentrierte Salzlauge. Das ist eine Möglichkeit, wenn man die fein im Meer verteilten Moleküle auf kleinen Raum kriegt. Und eine andere Möglichkeit ist eben Verdunstung eines kleinen Tümpels. Man kann die Moleküle andererseits auch an Oberflächen adsorbieren lassen. Oder man kann sie, wie die amphiphilen Moleküle aus dem Murchison-Meteoriten, einfach dadurch, dass ihre Enden wasserabweisend sind, finden sie sich zusammen, bilden kleinere Aggregate aus wasserabweisenden Materialien, einfach weil sie sich sehr ungern in Wasser lösen. Und diese kleinen wasserabweisenden Aggregate, die sich durch diesen sogenannten hydrophoben Effekt sammeln, in denen sind eben diese Stoffe auch sehr stark konzentriert und können reagieren. Nun ist die Frage, was passiert, wenn man also diese einfachen Moleküle des Lebens auf einem Haufen zusammen hat, relativ eng konzentriert, so dass sie reagieren können, aber wie haben sie tatsächlich reagiert? Und das ist natürlich eins der großen Geheimnisse. Inzwischen, 2015, gab es eine wichtige Publikation, da eine britische Forschergruppe zu dem Ergebnis gekommen ist, ja, es ist möglich, man kann die wesentlichen Bausteine für die Biomoleküle, für die drei wesentlichen Komponenten des Lebens, also einmal Replikator, das Erbgut, die RNA und DNA, die den Code enthält, die Information enthält, einerseits, auf der anderen Seite die Proteine, die den Stoffwechsel vorantreiben, andererseits, und als drittes die Bausteine der Zellmembran. Die Bausteine dieser drei Systeme können, hat die britische Arbeitsgruppe in dieser Veröffentlichung erläutert, in
einer miteinander verbundenen quasi Reaktionskette unter sehr ähnlichen Bedingungen aus einfachen Molekülen gemeinsam entstehen. Das heißt, die ursprünglichen Ausgangsstoffe des Lebens wurden konzentriert. Wie, wissen wir nicht. Wir haben eine ungefähre Vorstellung, wie sie dann reagiert haben und vor allem, dass es chemisch möglich war, dass sie alle unter relativ ähnlichen Bedingungen zu den sehr unterschiedlichen Bausteinen des Lebens reagierten, die wir heute kennen, sodass aus den einfachen Molekülen sich in einem einfachen System tatsächlich die drei Systeme bilden konnten. Die interessante Frage ist jetzt natürlich, welches dieser Systeme, also Erbgut auf der einen Seite, Stoffwechsel und als drittes die äußere Hülle, die Membran aus Fetten. Welches dieser wichtigen, unverzichtbaren Systeme kam zuerst? Und man könnte natürlich argumentieren, naja, man hat die Membranhüllen, diese Hüllen aus sogenannten amphiphilen Molekülen, die sich durch physikalische Effekte schon zu organisierten Systemen, zu diesen Bläschen zusammenfinden. Sie können auch durch physikalische Effekte wachsen, einfach dadurch, dass sich wasserabweisenden Teile einfach in die wachsende Membranhülle einfügen. Und sie können sich durch Scherkräfte eben auch teilen. Einfach dadurch, dass aus einer großen Blase zwei wird. Und dann haben wir schon mit dieser Hülle schon ein, zwei Aspekte des Lebens zusammen. Das wäre also eine Möglichkeit, dass sich zuerst diese Membranhüllen gebildet hat und dann die anderen Systeme sich da drin entwickelt haben. Die andere Variante ist, dass man sagt, nein, zuerst waren die chemischen Reaktionen. Zuerst haben sich diese komplexen Netzwerke aus chemischen Reaktionen entwickelt und aus den Katalysatoren, die eben dazu führen, dass sich einfache Moleküle zu komplexen entwickeln und dass Elektronen aus energiereichen Substanzen abgeführt werden können, um andere energiereiche Bausteine des Lebens zu bauen, dass also der Stoffwechsel, dieses Aufnehmen von Stoffen von außen und das Umwandeln in eigene Materie, dass diese Systeme, die chemischen Netzwerke zuerst kamen. Die dritte Möglichkeit ist, dass das Erbgut zuerst kam, dass zuerst der genetische Code da war, dass man zuerst ein System hatte, das einen Code enthielt, einen Bauplan, der sich selbst irgendwie kopieren konnte. Und diese dritte Möglichkeit, die man als Replication First, also Replikation zuerst bezeichnet, das ist tatsächlich im Moment die bevorzugte Variante über die ersten Systeme, die dann später auf dem Weg zum Leben führten. Das ist die sogenannte RNA-Welt. RNA ist jetzt einer der beiden Stoffe neben der DNA, die durch ihre Sequenz von Bausteinen den genetischen Code tragen können. Die DNA ist aber aus verschiedenen Gründen nicht geeignet. Die RNA dagegen ist sehr gut geeignet. Einerseits kann man sie kopieren. Die Sequenz kann wie die DNA kopiert werden. Sie kann in dieser Sequenz genau wie die DNA Informationen transportieren. Und diese Struktur, diese Sequenz kann auch evolvieren. Sie kann ihre Sequenz im Laufe der Zeit durch Zufall verändern und sich besser anpassen. Und RNA ist außerdem in der Lage, als Katalysator für chemische Reaktionen zu agieren. Also sie ist in der Lage, chemische Reaktionen anzutreiben, chemische Reaktionen zu befördern. Das heißt quasi, dass die RNA möglicherweise, oder RNA hat die Fähigkeit, quasi schon so in Richtung Stoffwechsel zu gehen, indem sie quasi nicht nur die Information trägt, sondern dass sie auch bestimmte Reaktionen schon antreiben kann. Das macht
diese RNA-Welt, diese Vorstellung eines Systems von verschiedenen RNA-Molekülen, die sich selbst kopieren können und evolvieren, macht es sehr attraktiv. Nun löst das nicht alle Probleme. Es gibt auch bei der RNA-Welt noch ein paar offene Fragen, zum Beispiel, wie man eigentlich an diese Ausgangsstoffe kommt, diese Bausteine, die Ribonukleoside, die sind relativ komplex. Ich habe mal hier so einen aufgezeichnet, die bestehen aus einer stickstoffhaltigen Nukleobase, einem Zucker und einem Phosphatrest. Und es ist relativ schwierig zu sehen, wie diese Dinge entstehen, besonders mit dem Phosphat, weil Phosphor nicht so häufig vorkommt. Und wenn er vorkommt, ist er überhaupt nicht reaktionsfreudig. Wie entstehen diese Stoffe? Wie entstehen viele davon? Wie konzentriert man sie auf und auch lang genug, dass sie reagieren können? Wie können sie überhaupt reagieren? Diese Stoffe sind nicht besonders reaktiv und müssen chemisch aktiviert werden, um reaktivere Stoffe zu bekommen. Aber die RNA selbst, die dann entsteht, ist selbst nicht besonders stabil. Dann hat man plötzlich reaktive Stoffe in der Mischung, die RNA zerlegen. Also da sind noch so ein paar Widersprüche, die ziemlich ungeklärt sind bei dieser grundlegenden Chemie der RNA-Welt. Gibt allerdings eine viel grundsätzlichere Frage, und zwar das, was ich als die große Lücke bezeichne. Wir haben ja auf der einen Seite die relativ einfachen Moleküle und Energie- und Katalysatoren, von denen wir wissen, dass sie dann irgendwann in dieser doch relativ komplexen RNA-Welt, in diesen replizierenden Systemen geendet sind. Und wir haben natürlich auch so eine gewisse Vorstellung davon, wie die Chemie funktioniert hat, die von einem zum anderen führte. Aber es geht ja nicht nur um so ein paar Moleküle, die miteinander reagieren. Die Frage ist, wie sah die Welt aus? Was waren die Zwischenstufen? Was waren das für Stoffflüsse, die dazu geführt haben, dass diese Zwischenstufen und am Ende auch die RNA-Welt aufrechterhalten werden konnten? In welchen Systemen, in welchen Orten waren die Bedingungen für Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen Jahre stabil genug, dass sich tatsächlich diese Bausteine anordnen konnten, dass diese RNA, die ja am Anfang ziemlich schutzlos gewesen sein muss, dass sie genug Zeit hatte zu evolvieren. Wieso? Was waren diese Systeme? Warum waren sie so stabil? Was erhielt sie aufrecht? Und wie sah die Welt aus, insgesamt global, in der diese ersten Vorstufen des Lebens entstanden? Ja, und das ist die Sache mit dem Ursprung des Lebens. Wir haben ein paar gute Hypothesen, ein paar nette Ansätze und nach wie vor viele, viele offene Fragen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für die Einblicke in diese spannende Frage, wo wir herkommen, was das Leben an der Quelle der Geschichte gewissermaßen bedingt hat. Ich hätte eine Frage, und zwar, Sie gehören ja zu den Protagonisten und ganz frühen Vorreitern einer, ich will mal sagen, Disziplin, die inzwischen schon fast formal gelehrt werden kann, nämlich die Wissenschaftskommunikation, der Wissenschaftsjournalismus, der früher auch natürlich auf Zeitungen, Print beschränkt war im Netz. Was hat Sie denn bewegt, als einer der frühen oder ersten Vorreiter im Netz und als Wissenschaftsjournalist anzufangen nach Ihrem Studium? Tatsächlich mehrere Gründe. Einer der wichtigeren Gründe war, dass ich kein besonders guter Chemiker war.
dass ich sehr schnell festgestellt habe, dass mir Schreiben erstens Spaß macht, zweitens Anerkennung bringt und drittens dann auch bezahlt wird. Aber im Großen und Ganzen war es letztendlich Zufall, dass ich dass ich von Spektrum zuerst die Zusage von einem Praktikum Platz gekriegt habe und Spektrum dann auch einen Artikel von mir gekauft hat, bevor ich die Zusage für eine Doktorarbeit gekriegt habe. Ich habe zu der Zeit auch eine Doktorandenstelle gesucht und wenn mich irgendjemand früher genommen hätte als Spektrum, dann hätte ich vermutlich weiter Chemie betrieben, mehr oder weniger gut. Also Zufall. Wie nehmen Sie denn den Unterschied wahr von diesen Diskussionen oder in Detail gehende Diskussionen im Netz? Es wird ja inzwischen also viel einfach breit diskutiert, die Menge an Wissen nimmt zu, aber auch die Zugänglichkeit zu Wissen nimmt zu, die ja nicht immer so spezialisiert und gut betreut wird, redaktionell, wie in einem Verlag oder in einer Zeitschrift. Gehen Sie damit sozusagen Zuversicht, sehen Sie damit Zuversicht nach vorne, dass wir gewissermaßen auch solche komplexen Themen in Zukunft medial, zum Beispiel im Netz, breit streuen kann? Oder sind wir weiterhin angewiesen, zu sagen, das zurückzuhalten gewissermaßen und in ganz kontrollierte redaktionelle Kanäle zu leiten, diese Wissenschaftskommunikation? Also, das ist ja kein Entweder-Oder. Wir haben ja sehr viele unterschiedliche Formate. Wir haben sehr viele unterschiedliche Rezipienten. Und naja, ich kann von mir sagen, ich lese einerseits gerne auch mal eine Zeitschrift oder ein Buch. Tatsächlich sehr gerne. Ich lese auch sehr viel. Auf der anderen Seite, klar, twitter ich auch gerne oder schreibe Blogbeiträge oder lese Blogbeiträge, die eben dann so ein bisschen leichter vom Tonfall sind. Also, ja, es sind letztendlich verschiedene Medien, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene, also, ja, auch verschiedene Arten der Rezeption, die man da bedient. Und ich denke nicht, oder beziehungsweise es liegt nicht an der Wissenschaftskommunikation, wenn sich die Leute vom Printjournalismus abwenden, sondern es ist einfach eine Frage, wie verwendet man seine Zeit in der heutigen medialen Umgebung und mal möchte man vielleicht ein Buch oder eine Zeitschrift lesen und mal hängt man auf Twitter rum und redet letztendlich relativ kurz und relativ leicht über, ja, im Wesentlichen auch komplizierte Dinge. Es kommt einfach drauf an, auch wie man seine Zeit einteilt. Ja, vielen Dank. Das ist also das Plädoyer, möglichst breit zu schauen, die Quellen möglichst sozusagen der eigenen Lust und Zugänglichkeit entsprechend auszusuchen. Vielen Dank, Lars Fischer. Wir verfolgen weiter, was Sie online berichten und im Print, dass Sie bei uns waren im Programm heute. Alles Gute für die Zukunft und ja, weitere spannende Geschichten aus der Welt der Wissenschaft für Sie. Danke. Danke auch für die Gastfreundschaft.